Und ein Name ist, ich bin ein Erwachsener, selber ein Unternehmer bin und ich weiß, wo der Schuh drückt. Ich sage immer wieder, wenn es den Unternehmer gut geht, wird es den Mitarbeitern gut gehen und dann geht es allen gut. Also, der Unternehmer ist schon lange nicht mehr der Feind der Gesellschaft. Die Leute wissen um den Stellenwert vom Unternehmertum, wie wichtig das ist. Von dem her vertrete ich das natürlich selbstverständlich schon. Kritisch bin ich immer, ich bin Wochengeist. Ich tue grundsätzlich alles in Frage. Ich kann mit solchen Aussagen wie «Haben wir immer so gemacht, ist immer so gewesen, wenig anfangen, weil gerade erst dann habe ich das Gefühl, müssen wir es anders machen. Lass mich aber dann belehren, wenn es dann wirklich nicht anders geht, selbstverständlich, da bin ich recht pragmatisch unterwegs. Und ja, auf der anderen Seite, sachpolitisch sehr, sehr wohl. Also ich freue mich eigentlich, mich mit Materien, die wir im Grossrat hier, behandeln, auseinanderzusetzen. Ich lese mich da recht intensiv drin. Weil euch einen aktiven Part leisten in der Fraktion und nachher euch im Plenum selber, stehen für gewisse Sachen ein. Bei euch nicht schade mal, gegen die Fraktion zu sagen, ich sehe das ganz anders und das müssen wir vielleicht anders anschauen und aus dem und dem Grund könnte man dagegen sein. Ich liebe den Disput in der Fraktion, im Vorfeld. Aber wenn die Fraktion mal entscheidet, nein, wir gehen einen anderen Weg, dann bin ich auch einverstanden, dass wir den Weg gehen. Also ich bin völlig demokratisch unterwegs. Aber immer natürlich sehr, sehr sachpolitisch. Und in den letzten zwei Jahren ist sicherlich das Thema sozial engagiert noch mal dazugekommen. Weil ich bin so ein gewisses Thema, bin ich reingerutscht aufgrund von meiner Kommissionsarbeit, Bildung, Sport und Kultur und Erziehung. Da habe ich natürlich sehr viel zu tun gehabt mit den Schülern. Ich weiss natürlich auch um die Stärken und vor allem Schwächen von unserem Volksschulsystem. Dass es nicht immer alles so gut ist, aufgrund von dem, dass ich selber zwei Kinder hatte, die in der Schule umeinander geturnt sind. Und nachher sind so gewisse Themen, wo plötzlich ich dazu eine Meinung hatte und plötzlich bin ich einfach der Spezialist in dem Thema, wie zum Beispiel die Kantonalisierung von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden, wo wir diverse Vorstöße gemacht haben, wo wir nicht sehr verstanden waren mit dem Departement, wo wir teilweise gegen haben, müssen krass argumentieren, wo wir immer noch müssen Korrekturen durchgehen. Das andere Thema ist das Amt für Migration. Das ist so ein Thema entstanden, wo wir in der Firma gekommen haben mit Bewilligungen für Kurzaufenthaltsbewilligungen, die einfach viel zu lang sind gegangen. Teilweise haben die Leute geschafft eine ganze Saison und haben die Bewilligung noch gar nicht gehabt. Also im Prinzip ist das fast halb illegal. Und ich habe x-mal drauf hingewiesen und bin das erste Mal im Grossrat, im Plenum nicht durchgekommen. Und im zweiten Mal durch bin ich durchgekommen mit der Resolution. Das gibt es also sehr, sehr selten. Ich habe es erreicht, dass die Geschäftsprüfungskommission vom Grossrat das Amt für Migration untersucht. Und das ist relativ eine Klatsche für das Amt für Migration. Und die Resolution ist einstimmig durchgekommen. Da bin ich mächtig stolz, dass wir da jetzt etwas erreicht haben.